Eine Bachelorarbeit zu schreiben ist herausfordernd. Um den Überblick nicht zu verlieren und auch um eine Einschätzung der benötigten Zeit zu bekommen, sollten Sie sich mit den Phasen eines Schreibprojekts vertraut machen. In der Schreibdidaktik geht man von insgesamt 5 Phasen aus: Orientierung und Themenfindung, Strukturierung und Materialsichten, Rohtext verfassen, Überarbeitung und Feedback und Korrigieren und Finalisieren. Das ist vielleicht etwas vereinfacht, so darzustellen. Ganz voneinander trennbar sind diese Phasen natürlich nicht. Überschneidungen und Wiederholungen treten bei jedem Schreibprojekt auf und das ist auch ganz normal. Mithilfe dieses 5-Phasen-Modells und 2 Faustregeln können Sie jedoch annäherungsweise einschätzen, wie lange Sie für das Verfassen einer Arbeit brauchen, und zwar vom ersten Einlesen in Texte bis zur Abgabe des Textes. Die erste dieser Faustregeln lautet, dass alle diese 5 vorher genannten Phasen in etwa gleich lang dauern, bis auf die Phase des Rohtextverfassens, die dauert doppelt so lang. Bei empirischen Arbeiten halbiert sich wahrscheinlich diese Phase des Rohtextverfassens, weil Sie müssen ja ein empirisches Experiment durchführen. Sie können diese Zeit aber auch wieder dazu rechnen, da Sie es eben für die Durchführung dieses beispielsweise Experiments oder Versuchs brauchen werden. Die zweite dieser Faustregeln lautet, dass Sie pro Tag wahrscheinlich etwa 2 bis 3 Seiten halbwegs brauchbaren Rohtext produzieren können. Mit Hilfe dieser beiden Faustregeln können Sie nun annähernd einschätzen, wie lange Sie für Ihre Bachelorarbeit brauchen werden. Rechnen wir das einmal durch. Angenommen, Ihre Bachelorarbeit soll am Ende 30 Seiten umfassen. Sie schreiben eine theoretische Arbeit, wie es in den meisten Geistes- und Sozialwissenschaften der Fall ist. Unter Anwendung der ersten Faustregel wissen wir nun, dass Sie realistisch etwa 2 Seiten pro Tag verfassen können. Das heißt, allein für das Schreiben des Rohtextes werden Sie 15 Tage brauchen. Unter Anwendung der anderen Faustregel wissen wir, dass die Phase des Rohtextschreibens doppelt so lang dauert wie alle anderen Phasen. Das heißt, wenn Sie 15 Tage für das Schreiben des Rohtexts brauchen, brauchen Sie wahrscheinlich 7,5 Tage für die jeweils anderen Phasen. Also 7,5 Tage für die erste Orientierung und Themenfindung, 7,5 Tage, um das Ganze dann zu strukturieren, das Material zu sichten, genauso 7,5 Tage fürs Überarbeiten und schließlich auch fürs Finalisieren. Das macht insgesamt 45 Tage, die Sie wahrscheinlich brauchen werden, um Ihre Bachelorarbeit von 30 Seiten zu verfassen. Wir rechnen vielleicht nochmal einen Puffer von 5 Tagen dazu, das heißt, gehen wir von 50 Tagen aus. Nun ist es nicht sehr realistisch, dass Sie morgen anfangen werden und 50 Tage durcharbeiten werden und wirklich nur an der Bachelorarbeit arbeiten. Sie werden Wochenenden haben wollen, Sie haben vielleicht einen Urlaub geplant, Sie werden vielleicht unvorhersehbar krank oder Sie möchten einfach nur mal einen Tag wirklich nichts machen. Das heißt, Sie müssen diese 50 Arbeitstage, die Sie wahrscheinlich brauchen, um die Bachelorarbeit rechtzeitig fertigzustellen, aufteilen. Wie Sie diese aufteilen, also auf was für einen Zeitraum Sie sie aufteilen, das hängt von einigen Faktoren ab, wie beispielsweise wann Sie anfangen können und auch wann Ihre Deadline ist. Es hängt auch davon ab, wie viel Zeit Sie jetzt wirklich in die Bachelorarbeit investieren können. Wenn Sie pro Woche an nur 3 Tagen wirklich gut an der Arbeit schreiben können, dann zieht sich dieser ganze Prozess beispielsweise auf 16 Wochen. Beachten Sie jedoch, dass das nur Richtwerte sind. Wie lange Sie tatsächlich brauchen, um die Arbeit zu verfassen, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Von Ihrer Motivation, von Ihrer Erfahrung im Schreiben, aber auch vom Vorwissen zum Thema. Um Ihren tatsächlich benötigten Zeitaufwand etwas besser einzuschätzen, können Sie beispielsweise über die folgenden Fragen nachdenken. Aus wie vielen Teilen und aus welchen Teilen besteht mein Projekt überhaupt? Wie groß oder lang sind diese einzelnen Teile? Was fällt mir leicht, was fällt mir schwer? Welche konkreten Handlungen, welche Schritte braucht es von Start bis zum Finish? Wann und von wem hole ich mir Feedback? Womit soll ich beginnen? Wann mache ich was? Wie viel schaffe ich pro Tag, pro Woche, pro Monat? Wie plane ich Pausen ein? Und auch wichtig, wie bleibe ich motiviert? Manche Schreibende planen ihr Projekt auch von Ende bis zum Anfang.
Sie gehen von der Deadline aus und rechnen von der Deadline zurück, wann welche Meilensteine erreicht werden müssen, damit man pünktlich abgeben kann. Eines ist doch wichtig zu betonen. Planen Sie realistisch und in Kenntnis Ihrer Persönlichkeit und individuellen Umstände. Jeder Mensch und jedes Schreibprojekt sind anders. Das heißt, das, was früher gegolten hat, beispielsweise beim Schreiben von Seminararbeiten, muss jetzt nicht unbedingt auch noch gelten. Und auch noch wichtig, überschätzen Sie sich nicht. Das führt nur zu Enttäuschung und Frust und das kann den Schreibprozess verzögern. Es gilt, make plans for who you are, not for who you want to be.